Diese Nachricht stammt von einem Osseram, der bei einem Damm stöberte. Eine Sackgasse. Klingt nach jemandem, den ich kenne. Er ist wohl weitergezogen. Aber wohin bloß? Talana, ich glaube, ich habe hier was. Im Geröll. Was ist es? Ein Osseram. Was steht da drin? Er war Teil der Karawane, die hier durchkam. Die Notiz endet abrupt, als der Tunnel einbrach, schätze ich. Oh. Aber keine Spur von einem Kaja-Jäger. Und eine erste Karawane schaffte es vor dem Einsturz durch. Sie sind wohl zu einem Wasserloch auf der anderen Seite gereist. Er könnte es geschafft haben. Führt noch ein Weg hindurch? Ich habe eine Art Basis in den Bergen, nördlich von hier. Wir gelangen durch einen Durchgang zur anderen Seite. Wir? Du weißt doch, Habicht und Drossel. Wir finden deinen Freund schon gemeinsam. Begib dich zum westlichen Rand von Rheinklang. Ein Pfad in den Hügeln führt hoch zur Basis. Dort wird dich jemand empfangen und dir den Weg hindurch zeigen. Dann treffe ich dich im Lager auf der anderen Seite, sobald ich kann. Danke, Aloy. Ich wusste, es bringt Glück, dir zu begegnen. Hier, nimm das. Möge dir das auf der Jagd helfen. Wir sehen uns im Lager. So, ich bin einer alten Freundin begegnet, die rüber nach Westen muss. Kannst du sie vielleicht bei Rheinklang treffen und sie durch die Basis bringen? Es ist nur, sie ist Kaja, aber eine der Guten. Wenn sie deine Freundin ist, muss es so sein. Ich zeige ihr den Weg. Danke. Talana scheint sehr besorgt um ihren Freund zu sein. Ich sollte sie im Osseram-Lager suchen. Schadet nie.
Mal nachsehen, was die Eclipse vorhaben. Eclipse. Ich muss in diese Ruinen fahren und herausfinden, was sie vorhaben. Diese Maschinen wurden wohl verbunden. Ich muss vorsichtig sein. Du es mir leicht machen? Ich will dich tot. Sie muss töten. Ich gehe wohl nirgendwo hin, bis ich diese Leute erledigt habe. Das waren alle. Jetzt muss ich in diese Ruinen. Beenden, was auch immer Vesri macht. Hey, ich kann dir reinhelfen. Lass uns reden. Sie geht von der Seite nicht auf. Ist irgend so ein Spezialschloss. Eclipse Bastarde. Das war's für dich. Also, Vesri hat tatsächlich eine Festung gefunden. Hör zu. Du willst die aufhalten? Du könntest über das obere Gerüst rein. Die Südmauer ist noch nicht komplett verstärkt. Vesri hockt auf der anderen Seite der Grube. Wer bist du? Und die anderen? Ich bin Yeth. Wir alle sind Utaru. Die Eclipse macht die Grenzen von Rheinklang unsicher und entführt unsere Leute. Ohne dich hätte ich mich totgeschuftet. Die Eclipse hat dich entführt. Ja, vor ein paar Wochen war ich Kundschaften, als sie mich fanden. Kundschaften? Naja, eigentlich war ich auf der Suche nach Schrott. Im Moment ist es in Rheinklang nicht sonderlich schön. Gibt kaum Essen, kaum was zu tun. Natürlich ist es tausendmal besser als das hier. Nächstes Mal bleib ich lieber daheim.
Die anderen sind weggerannt. Kriegen die das hin? Die laufen nach Rheinklang. Ich denke, die werden das schon schaffen. Ich sorge mich mehr um die, die noch drin sind. Die sind Schuften oder in der Zelle. Ich schau mal, ob ich sie finde. Weißt du, was mich da drin wohl erwartet? Eclipse-Schergen, Killermaschinen, gefährliche Waffen der Alten. Was denn für Waffen? Was weiß ich denn? Die haben mich immer nur verprügelt. Ihr Anführer faselt ständig etwas von der uralten Macht des Todes. Ach, das klingt ziemlich übel. Du solltest wohl besser zurück. Und meine Chance auf Rache verpassen? Ich will helfen. Dann bleib hier und überlass das Kämpfen mir. Wenn ich da drin wen rette, freut er sich über ein freundliches Gesicht. Dann sei das Glück mit dir. Ich genieße wohl einfach das Spektakel. Müssen wohl die Alten eine Schlacht geschlagen haben. Ist da jemand? Die Alten haben ja hart gekämpft. Es gab wohl eine Belagerung. Männer des Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Das ist mein Weg hinein. Das ist Reserve für später. Hier hat die Eclipse sich etwas aufgebaut. Reißen wir es also nieder. Des Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. Nicht länger lassen die Massen der Karte auf uns. Wir sind frei. Frei zu erobern.
kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Anführer. Diese Lautsprecher müssen mit einer Stromquelle verbunden sein. Wahrscheinlich in dem großen Gebäude. Ich wette, dass ich ihn dort finde. Männer des Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. Eine Fremde? Wer ist sie? Hilfe! Beruhigt euch doch. Ich werde euch befreien. Dank und Segen! Ich muss sie befreien. Schnell. Durchhalten. Ich hole euch da raus. Ihr seid sicher. Lauft so weit weg, wie ihr könnt. Und was machst du? Hier aufräumen. Allein? Das ist der Tod! Sicher. Für die Bösen. Ihr alle, versteckt euch, bis ich hier fertig bin. Und jetzt zu Vesrae. Zeit ist um. Die Kampfroboter. Meistere ihre Macht und sichere unsere Zukunft. Oder du sicherst erstmal euer Versteck. Ah, die Retterin von Meridian. Wie schön, dass du dich freiwillig... Halt die Klappe, Vesrae. Es ist vorbei. Wohl kaum. Du hast uns aus dem Sonnenreich vertrieben. Aber jetzt rächen wir uns. Der wird es nicht leichter machen. Ich muss ihn schnell erledigen. Thank you.
Angesicht zu Angesicht. Dafür musst du dich schon mehr anstrengen. Nicht hiermit. Im Nu werden wir beide tot sein. Geht's dir gut? Ja, das wird wieder. Ich hoffte, dass du diese Schweine verprügelst, aber das ist wunderschön. Die anderen, sie sollten doch weg, sind sie... Ihnen geht es gut. Sie sind in Sicherheit. Wir bleiben lieber mal hier, bis wir wieder bei Kräften sind. Ich führe alle zurück nach Rheinklang. Danke, Jeff. Hör zu. Manchmal erwähnte Vesre bei seinem Gebrabbel seine Kameraden. Er meinte, sie sollten bald hier sein. Sind wir sicher? Ich weiß nicht. Aber ich finde es raus. Sieht aus, als ob Vesre hier einige Zeit verbracht hat. Ich schau mich mal um. Treue Eklipse. Mal sehen, ob da noch mehr Eklipse sind, um die wir Wenn uns kümmern müssen. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahrlicht, wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Kommt mir bekannt vor. Das war dann wohl der letzte. Meine Nachricht wartet im Schrecken. Wenn die anderen noch leben, werden sie sie finden und dann kommen sie hierher. Nicht, wenn ich sie zuerst ausschalte. Und das habe ich. Mein Fokus findet vielleicht was. Zerstört sind, haben sie keine andere Wahl, als sich mir zu unterwerfen. Eins muss man Vesre lassen. Er hatte große Träume. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich sollte mit Jeff reden, ihm sagen, was ich gefunden habe.